Ich glaube, mein Plan geht leider nicht ganz auf. Ich habe ja vor einigen Monaten ein Blockbandsägewerk selbst gebaut. Das war richtig spannend. Ich konnte ganz, ganz viel lernen. Und eine Sache ist mir da relativ schnell aufgefallen. Und zwar ist es auch da recht wichtig, dass das Sägeband immer möglichst scharf ist. Jetzt habe ich hier so ein Paradebeispiel. Das ist ein Sägeband. Da habe ich einmal Metall im Stamm bekommen und einmal bin ich leider in die Stützen reingefahren. Und deswegen ist dieses Sägeband hier nicht mehr scharf. Durch die Leidenschaft am Sammeln an alten Maschinen habe ich zum Glück auch eine Bandsägebandschärfmaschine. Und heute will ich euch mal mit euch mal zusammen ausprobieren, ob das Ganze funktioniert, ob ich hier diese Bänder mit diesem 100 Jahre alten Teil wieder scharf bekomme. Das bedeutet, heute weiß ich nicht, ob das Ganze aufgeht, ob das Ganze funktioniert, ob es sich gelohnt hat, die Maschine die ganze Zeit im Lager trotzdem noch zu behalten. Aber dennoch wird es heute endlich mal wirklich ein richtiges Anwendungsbeispiel geben, wo wir halt eben hier dieses Sägeband schärfen. Also bleibt gerne mit am Video dran. Heute gibt es wieder eine schöne Maschine, die wir benutzen werden und ich denke, das ist relativ spannend. Also, let's go! Das hier ist auch dann schon das gute Stück. Ich schätze, dass diese Maschine hier ungefähr 100 Jahre alt ist, weil ich eine ähnliche bzw. den genau gleichen Apparat gesehen habe, der in einem Museum gestanden hat. Und der war halt eben aus den 1900er Jahren, aus dem 19. Jahrhundert so rum. Und deswegen habe ich die Vermutung, dass hier diese Maschine halt eben 100 Jahre alt ist. Ich habe darunter noch eine Maschine, die dazugehört. Die werde ich euch ein bisschen später im Video zeigen. Also bleibt dran, wenn du das sehen willst. Das ist auch bestimmt 100 Jahre alt. Eine richtig schöne, spannende Maschine. Aber jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass wir die richtig eingestellt bekommen, genügend Öl überall drin haben und dann lassen wir sie erstmal kurz laufen, ob sie halt eben noch funktioniert. Also let's go. Ich sage viel zu oft let's go in diesem Video. Also machen wir das jetzt mal. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, die Maschine hier braucht wirklich viel Öl, denn diese ganzen bewegbaren Teile werden einfach geölt. Da haben wir zum Beispiel diese Ölkappen und da mache ich jetzt als erstes mal so ein bisschen Bett- und Gleitbahnöl. Bettbahnöl, hier kommt ein bisschen was rein. Dann haben wir hier noch das Getriebe. Das verbraucht sich im Prinzip nicht, aber weil ich da schon so lange nichts mehr mitgemacht habe, kommt hier auch einfach ein bisschen frisches Öl rein. In einem separaten Video habe ich die Maschine ja mal frisch gemacht und da hatte ich tatsächlich nicht gesehen, dass hier auch Öler sind, weil da so viel Dreck drin war. Die Öl nämlich unten drunter hier diese Laufbahn. Beziehungsweise da oben diese Öler, die ölen das Gelenk hier. Dann haben wir hier noch ein Gelenk, da muss ein bisschen Öl rein. Da haben wir hier auch noch mal ein Gelenk, da muss ein bisschen Öl rein. Und weil die so lange gestanden hat, werde ich jetzt erstmal hier auch auf dieser Laufbahn auch noch mal ein bisschen Öl draufpacken. Da haben wir noch einen Öler. Da haben wir noch einen Öler. Würde ich sagen, schauen wir mal. Also, das hier kann man immer so ein bisschen einstellen, dass man hier gut rankommt. Das hier können wir jetzt lösen. Ich finde es auch einfach so schön, wie die diese Stellräder, wie die die damals hergestellt haben, die sind einfach richtig schön hergestellt. Und jetzt kommt nämlich der Riesenvorteil an dem Sägewerk, denn die Bänder sind viel größer als bei so einer normalen Bandsäge. Ihr seht, das Ding ist so ausgebaut, dass man da wirklich breite Bänder reinpacken können. Und bei den schmalen Bändern funktioniert es nämlich nicht so gut. Deswegen habt ihr mich nie gesehen, dass ich da normale Bänder drauf geschliffen habe. Ich bin mir im Klaren, dass das hier niemals so gut sein wird, wie so eine neue Maschine, die dafür wirklich ausgelegt ist. Aber wenn ich sie damit so schleifen kann, dass ich trotzdem immer noch gerade so Stämme bis 40 cm gut schleifen kann, dann bin ich da eigentlich schon gut bedient mit. So, die müssen wir jetzt natürlich erstmal einstellen. Und da gibt es ein paar Dinge, die wir einstellen müssen. Das ist zum einen erstmal der Hub des Vorschubs. Und da müssen wir natürlich das so einstellen, dass wir den Zahn auch schleifen. So. Wie in jede Flachschraubendreher. Die haben das doch bestimmt damals so gebaut, dass man da auch richtige Bandsägebänder mit Schärfe kann. Alles andere könnte ich mir fast nicht vorstellen.
kommt nicht weit genug nach unten. Immer dieses alte Zeug. Okay, wie so oft im Leben der alten Maschinen ist es so, dass die tatsächlich ziemlich breite Bänder aufspannen kann, aber der Hub ist nicht groß genug. Das liegt an hier diesem Exzenter. Damit kann man das dann immer noch fein einstellen. Aber dieser Hub ist halt eben einfach nicht groß genug, dass ich halt eben diese Breite oder diese grobe Zahnung immer entsprechend weit genug nach vorne schieben kann. Das bedeutet, ich muss mal schauen, dass ich mir jetzt irgendwie ein Teil herstelle, was hier reinpasst, dass auch der Schieber, der das Band nach vorne schiebt, dass das halt eben weiter schiebt. Das bedeutet, wir müssen hier diesen Exzenter ungefähr um, ich schätze mal, einen Zentimeter erweitern, damit wir das Band weit genug geschoben bekommen können. Muss ich jetzt irgendwas drehen. Und dann muss es am Schluss passen. Gucke, Mamo, ob ich da jetzt keinen Denkfehler hat. So, ich habe das einmal ausprobiert. Ich werde euch das Ganze jetzt mal an einem neuen Band zeigen. Und eine Sache ist mir aufgefallen, wo ich halt echt tatsächlich derzeit gar nicht genau weiß, ob das hier so richtig funktionieren kann überhaupt. Denn ich weiß derzeit nicht genau, inwieweit die Bänder gehärtet worden sind, weil man das eben nicht mehr an den Bändern erkennen kann. Also ich werde jetzt einfach mal nochmal ein neues Band nehmen. Und da werden wir es zusammen nochmal ausprobieren. Also das hier, was ich hier geschliffen habe, das fühlt sich tatsächlich nicht stumpf an. Aber wir probieren es einfach mal noch mal aus. So, einmal gedreht haben wir es schon mal. Jetzt beginnt das alles wieder von vorne. Ich nehme jetzt einmal das Sägeband. Kann es hier reinlegen. Das Ganze hier verspannen. Hier seht ihr übrigens das Teil, was ich jetzt neu hergestellt habe. Damit konnte ich das jetzt so einstellen, dass es funktioniert tatsächlich. Und jetzt schauen wir einfach mal. Wie das bei alten Maschinen einfach so ist, spinnt es halt manchmal so ein bisschen, weil das alles irgendwie neu ist. Denn hier ist zum Beispiel jetzt einmal die Unterteilung, die hat sich ein bisschen verschoben. Der Pin hier drin verstellt sich nämlich manchmal leider so ein bisschen. Den muss man dann wieder nachstellen und dann kann es eigentlich wieder rein. Leute, was soll ich sagen? Ich glaube, mein Plan geht leider nicht ganz auf. Ich zeig's euch oder ich versuch's euch mal im Nahen zu zeigen. Also, ich habe das jetzt ungefähr eine halbe Stunde lang in der Schärfmaschine laufen lassen und was wir ganz deutlich sehen können, ist halt eben, dass hier unten der Boden des Zahns schon geschliffen wird. Das hat auch bei dem anderen Band, als ich das eben als Test mal probiert habe, ziemlich gut funktioniert. Wir schleifen wirklich mit der Feile unsere Form in unser Sägeband herein. Nur das große Problem ist halt eben, dass hier oben der Zahn gehärtet ist. Ich war mir da nicht mehr sicher, ich habe da von Hand eben noch ein bisschen was dran rumgefeilt und da hat es okay funktioniert. Aber wenn ich mir halt eben das Bild hier oben anschaue, dann ist das Ganze nicht wirklich viel schärfer, als es vorher war. Dieses Kratzen am Fingernagel haben wir hier bei fast keinem Zahn. Und bei dem Zahn, wo wir es halt eben noch haben, ist es, glaube ich, einfach noch so die Schärfe von dem eigentlichen Band. Das hat dann nicht hier die Maschine gemacht, sondern das war einfach noch teilweise leicht scharf. Aber richtig geschliffen ist das hier halt jetzt leider nicht. Also das ist echt sehr, sehr schade. Ich habe gedacht, dass das besser geht. Also leider war das hier tatsächlich ein richtiger Reinfall. Ich habe gedacht, wenn ich das Band einfach eine halbe Stunde, Stunde drin laufen lasse, dann muss ich ja nicht zuschauen, dass dann irgendwann schon noch mal so ein bisschen der Schliff hergestellt wird. Aber mit der Feile, die da jetzt eben drin ist, wird das wohl leider nicht hinhauen. Deswegen schreibt mir doch bitte mal in die Kommentare, wenn jemand von euch Ahnung hat mit gehärtetem Material, dass man das mit einer Feile bearbeitet. Weil es wäre schön, wenn ich hier einfach die entsprechende Feile reinpacken könnte, um dann den Zahn schleifen zu können. Es gibt Schärfsysteme, die mit einem schnell drehenden Schleifrad funktionieren. Aber ich würde ganz gerne die Maschine hier tatsächlich genau dafür benutzen. Nur dafür müsste ich halt eben wissen, welche Dreikantfeile hierfür halt eben entsprechend gut funktioniert.
Wie gesagt, ein leichter Reinfall, ein bisschen schade. Ich hätte echt gedacht, dass es ein bisschen besser funktioniert, dass man da einfach ein bisschen mehr Zeit dem Band gibt, geschliffen zu werden, aber dem ist leider nicht der Fall. Also, das hier werde ich jetzt mal auf Eis legen, dass ich halt eben meine Sägewerksbänder damit schleifen werde und werde vielleicht schauen, dass ich in Zukunft eine andere Feile da drin mal ausprobieren werde. Richtig, richtig schade. Aber nichtsdestotrotz habe ich euch ja am Anfang vom Video noch versprochen, dass ich euch noch eine andere Maschine zeigen werde. Die liegt nämlich da unten drunter und die werden wir uns jetzt noch einmal kurz anschauen. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Sägeblatt-Schränkmaschine. Ich habe dieses Teil tatsächlich noch nie benutzt, aber vielleicht werde ich es irgendwann mal brauchen. Hier habe ich jetzt auch mal ganz genau hingeschaut. Derzeit ist es hier halt eben so, dass die Zähne gar nicht gebogen werden oder. Das ist eher bei dünneren Bändern so, dass hier ist viel zu stabil, als dass diese Bewegung das Band falsch schränken würde. Dennoch will ich euch das hier kurz zeigen, denn der Mechanismus ist auch wieder ganz, ganz abgefahren, was die da vor, keine Ahnung, 80, 100 Jahren zusammengetüftelt haben, wo es CAD und die ganzen Computerprogramme noch nicht gab. Und deswegen finde ich, dass es das hier wirklich wert ist, einfach auch mal gezeigt zu werden. Leider finde ich hier keine genaue Bezeichnung drauf, dass ich irgendwie sehen könnte, dass das von derselben Firma hergestellt wurde. Die Farbe ist aber schon ziemlich gleich wie bei der Sägeband-Schärfmaschine. Und durch das Drehen von hier dieser Kurbel können wir im Prinzip diesen kompletten Mechanismus halt eben betätigen. Ich werde euch mal ein bisschen näher ranholen und werde euch das halt eben ein bisschen genauer zeigen. Wir haben ja im Prinzip drei Dinge, die getan werden. Einmal die Vorwärtsbewegung. Das tut hier diese Bewegung. Da haben wir hier unten auch wieder ähnlich tatsächlich. Das sieht, wie gesagt, sehr, sehr ähnlich aus wie bei der Sägeband-Schärfmaschine. Die Rolle, die halt eben das Band immer entsprechend nach vorne schiebt, das kann man lösen und diesen Hub kann man halt dann auch entsprechend einstellen. Und das ist erstmal das Erste, was passiert. Anschließend wird dann der linke Zahn geschränkt. Währenddessen wird auch tatsächlich hier der komplette Niederhalter verspannt. Das Ganze wird verspannt, wird gebogen. Das Ganze muss man natürlich hier dann auch wieder entsprechend einstellen. Zack, es wurde geschränkt. Anschließend öffnet sich das alles wieder. Das Sägeband wird wieder ein Stück nach vorne geschoben. Alles wird wieder hier unten verklemmt und wir schränken den nächsten Zahn in die andere Richtung. Bei neueren Bändern ist es so, dass es einen linken bzw. einen rechts- und einen links geschränkten Zahn gibt. Und dazwischen gibt es immer einen neutralen, das ist dann so der Räumzahn. Da muss man dann hier immer so ein bisschen tricksen, dass man das halt einfach von Hand weiterschiebt. Aber allein die Funktion von hier diesem kompletten Bauteil ist einfach sagenhaft. Also ich finde das, wie gesagt, ganz, ganz abgefahren, was die da früher alles gebaut haben. Leider hat das eigentliche Projekt heute nicht so wirklich hingehauen. Das Ziel war ja, ein scharfes Sägeband am Schluss zu haben. Das hat leider nicht funktioniert, aber dafür habe ich jetzt wieder ein bisschen was dazugelernt, dass man auch das entsprechende Schleifwerkzeug braucht, um gehärtetes Material zu schleifen. Also, bei jedem Projekt lernt man trotzdem oder lerne ich trotzdem so ein bisschen was dazu. Und ja, ich hoffe, euch hat trotzdem diese alte Maschine gefallen. Ein paar Dreharbeiten, ein paar Fräsarbeiten und ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe beim nächsten Mal, dass wieder was ein bisschen besser funktioniert. Ansonsten könnt ihr euch jetzt hier jetzt noch zwei weitere Videos anschauen. Und das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.